7. Ich habe mich gerade vorbereitet. Ich würde ganz gerne mit euch dieses Battle gucken. Türke versus Grieche. Jesus ist am Start. Und ihr wisst, über den Jesus habe ich schon hier und da schon mal gesagt gehabt, dass der Jesus auf jeden Fall talentiert ist. Der weiß, was er drauf hat. Und er ist lyrisch ein Monster. Ich habe ihn allerdings noch nie battlen gehört. Das ist das erste Mal und deswegen würde ich gerne mit euch gemeinsam darauf reacten. Und herzlich willkommen zu einem neuen Battle hier bei Big Difference Macht einmal leer! Leute, wir haben hier zu meiner linken Seite den Türken wieder am Start und zu meiner rechten Seite haben wir heute den Griechen in der Kaiser Lounge Karlsplatz 17 in Krefeld. Es wird eine Schlacht. Macht doch einmal leer! Der Grieche wird beginnen. Ich bin sehr, sehr gehypt. Ich bin sehr gespannt. Let's fucking go. Check, check, check. Was geht ab, Leute? Check mich aus, die Nummer hier wird hässlich ausgehen. Ich poliere dem auf ruhig bestellten Pässe, wenkt die Schnauze fest, den Sound zerfetzt den Clown ganz anders als beim letzten Auftritt. Alle wissen es, ich bin im Battle ohne KI-Fakes. Gefährde mir sehr die Sinne, dass die türkische Version von den Zwergen bei Herr der Ringe. Setz ich nicht auf Flasche, sondern auf Eisen wie bei Shish-Kebab. Haare hast du lang, doch bei der Beschneidung ist was schief gegangen. In deiner Family geht über Messgrad. Du warst Autofahr mit 12 mit Führerschein von Schwester. Was für Augenbrauen, das sind nochmal zwei Schnurrbärte. Dein Friseur verdient sich durch dich locker drei Fuhrperke. Mit Straßenbusiness meinst du einfach rumchillen. Ich nehm dich so gottlos, du willst einfach umbringen. Jetzt sind die Spartaner da. Sag, warum nur zitterst du so? Deine Mutter trägt den gleichen Schnurrbart wie das Pringles-Logo. Warum geht dein Der war hart. Bitterme, aber ruf nie an. Du fliegst aus der Sauna, weil man denkt, du hast noch Pulli an. Ich bin Mitternacht in Fitness und trainier mit dicke Hantel. Leute haben bei Vollmond bei dir Panik, dass du dich verwandelst. Gehirn ist total Schaden, du bist so behaart. Du könntest Cornrows von der Stirn bis zum Arsch tragen. Motherfucker, ich war vor mit Atta und Stavros. Dein Cousin dritten Grades ist Chewbacca von Star Wars. Gibt in Türkei kaum etwas, was wir Griechen nicht gemacht haben. Frag mal Anne, könnte sein, dass wir auch dich gemacht haben. Nur mal bei euch die eigene Cousine zu heiraten. Nächste Generation kommt mit einem Auge und drei Armen. Du bist Playboy mit Mundgeruch und fetter Bauch. Albaner killt dich und ich mach nur Deckel drauf. Ich kann dich in unterschiedlichen Disziplinen, unterschiedlichen Stellen. Wir haben beide Pferdeschwänze, nur an unterschiedlichen Stellen. Starke erste Runde vom Krieg macht einmal! Geist! Ah, Jesus ist schon stark. Jesus ist schon stark. Ich liebe es, wenn er rappt. Ehrlich. Also, Jesus ist schon. Hat er schon stark gemacht. Er hat stark einen vorgelegt. Mal gucken, was unser Türke hier zaubert. Starke erste Runde. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf den Türken, was er zu sagen hat. Let's fucking go. Okay, check. Ah, okay. Ihr werdet heute Zeuge, wie ich den von der Bühne box. Walla, ich bin ehrlich, seine Mucke, die ist übel Schrott. Jeder weiß, dass seine Mutter nur mit rechten Typen poppt. In ihr waren mehr Bonzen als so auf der Insel Mykonos. Jedes Jahr fliegt seine Mutter Türkei und kriegt dann zum Frühstück mein Sucuk mit Ei. Danach kriegt sie noch vom Türke Liebe und wird noch härter gefickt als von der Wirtschaftskrise. Und ja, der war schon hart. Er war schon hart. Dürre Götter sind miese, dumme Ketzer. In Istanbul wäre Herkules nur Shisha-Kohle-Wechsler. Dürre Liebes...
Göttin scheint unbezahlbar. Ich mach Aphrodite heute zu meiner Dilara. Es ist klar, dass ich dein Hundesohn beende. Jedes Jahr in Griechenland lutscht er ein paar Schwänze. Ich chille in Türkei und trink mein Olo da zu Ende. Und bringe ich den Müll weg, fahr ich kurz über die Grenze. Du lebst in einer krassen Welt. Dein Jahresumsatz ist mein Taschengeld. Junge, ich jag dich durch die Istanbuler Innenstadt. Du hast mehr potenzielle Väter als Griechenland in Senat. Deine Bitch ist verharrter als nur Kokosnuss. Sie das darf doch nicht wahr sein, Alter. Das darf doch nicht wahr sein, Alter. Nein, das passiert gerade nicht. Sieht fast schon aus, so wie der Niceropoulos. Und dieses Blatt wird genagelt wie im Umkleide von Olympiakos Piraeus. Starke erste Runde vom Tür. Ich hab die letzte Line nicht verstanden. Im Umkleide von Olympiakos. Deine Bitch ist verharrter als nur Kokosnuss. Sie sieht fast schon aus, so wie der Niceropoulos. Und dieses Blatt wird genagelt wie im Umkleide von Olympiakos Piraeus. Starke erste Runde vom Türken! Macht einmal Lärm! Aber ich muss sagen, die Pferdeschwanz-Line von Jesus war schon gut. Ja, auch das mit der Beschneidung und so, das war schon gut hingelegt. Aber der Türke hat hier stark zurückgekontert. Oh, wir gucken, was jetzt in der dritten Runde passiert. Starke auch die Pringles-Line war. Die Pringles-Line war auch sehr durchdacht und auch witzig. Erste Runde im Anzug fein gekleidet. Und ich bin sehr gespannt auf die Antwort vom Griechen. Let's go. Check, 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 check. Egal was du Eschek denkst, wer du bist, ich bin der Ur-Ur-Urenkel von Herkules. Bei dir heißt es Paragok, du Karagios. Was für Businessman, du bist ein Riesenvogel wie ein Albatros. Während meine Vorfahren Sokrates und Leonidas sind in deinem Stammbaum Josh Kuhn und Reggie Bivedik. Dein Friseur hat nur dank deiner Family ein Unternehmen. Du lässt Vollbart wachsen, denn du möchtest deiner Mutter innen. Es war mein Mutterland, aus dem die Kultur kam. Das Beste aus deinem war Sujuk und die Cola Turka. Auch wenn du auf Ernst machst, bringst du Orospum mich zum Lachen. Bigfoot sucht dich, um ein Foto von dir zu machen. Deine Schwester weckt mich morgens zärtlich auf und küsst den Jadak. Du kriegst Dauer am Korb und hörst dann stundenlang nur Müslim-Baba. Du chillst im Keller wie die türkische Lira. Aber wegen einem Joint bist du im Viertel kein Dealer. Deine Niederlage spricht sich rum bis nach Ravensburg. Nach dem Battle schneiden Apache und Meadow Haare kurz. Weck mich auf um drei und ich hab für dich Textzeilen. Währenddessen suchst du erstmal eine halbe Stunde Glätteisen. So behaart dagegen lässt sich nichts machen. Deine Achseln höhlen, als hättest du dich selbst im Schwitzkasten. Türkinnen, die nur den Türken wollen, sag ich Madison. Canim Benim Benim Lebi. Türken und Griechen, wir haben... Alter, war schon dreckig. Der war schon dreckig, Alter. So viel gemeinsam. Sitzen immer hinten im Polizeiwagen. Länderspiele sind okay, doch ich halt nix von Fahnenkult. Alle Menschen sind Geschwister von derselben Nabelschnur. Eine Sache sind wir uns ja einig, fick die AfD. Ich hab 161 Geschwister, die gerade stehen. Ich häng ab mit Nasebum mit Fatih. Und eine Sache noch, kriegen Sagen nicht Baklavaki. Macht einmal Lärm für den Jesus, ne? Jesus, das ist ein starker Gegner. Ich wusste gar nicht, dass er so gut battlen kann, Alter. Ich würde ihn gerne öfter sehen, ja? Aber wir hören mal rein, was der Türke hier noch zu sagen hat. Griechen! Starke zweite Runde, die geben sich Respekt. Sehr, sehr starke zweite Runde. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die zweite Runde. Die Antwort vom Türken. Let's fucking go. Geiler Beat. Okay. Ey, Hände hoch, Leute. Alle Hände hoch. Ich will alle Hände sehen. Der Anfang ist ein bisschen lang. Ich muss mich ein bisschen schön machen. Warte, Bruder. Ich komm jetzt. Ich esse kräuterscharf, ich mag echt kein Tzatziki. Ich hasse jeden Tag bis zum Ende wie Nipsi. Deine Schwester, die Kiki, hat zwei hässliche Titties. Doch sie leckt an mein Sippi in Thessaloniki. Du bist so klein, dich wird keiner hier bemerken. Ich scheiß auf deine Frau, Türkei ist meine Perle. Und in Sachen Rap bist du leider nicht der Stärkste. Du bist nicht Achilles, nur wegen deiner schwachen Verse. Ich werde... Also ich weiß nicht, wer Achilles ist. Aber ich glaube, der redet hier von Achilles. Das ist eine starke Line. Das ist eine starke Line. Muss man, ne? Also, ne? Hier. Ne? Cousin, starke Line.
Hut ab. Pisser da klatschen, Aristoteles und Platon sind richtige Lappen. Man sagt Mathematik, hab die Griechen schon dich. Wie hat er den genannt? Aristoteles und Platon. Aristoteles, ihr Tief. Den Namen einfach neu erfunden. Aristotelia. Du leider nicht der Stärkste. Du bist nicht Achilles, so wegen deiner schwachen Verse. Ich werde im Pisser da klatschen. Aristoteles und Platon sind richtig. Gelappen, man sagt Mathematik, hab die Griechen schon geschaut. Weil ihr kennt euch gut mit Minus allen aus. Zu lange Zeit ist euer Para weg. Euer Finanzminister ist ApoRed. Siehst du, diesen Schein in meiner Hand. Das bedeutet, ich bin reicher als dein Land. Alle Türken haben Riesenschwanz. Deine Mutter ist eine Schlampe, die man lieben kann. Jede zweite Woche fliegt sie durch Griechenland. Ach, Männer in ihr drin, sie nennt das ganze Siebenkampf. Deine Schwester ist eh nicht ganz dicht. Sie glaubt, sie hätte ihr Leben im Griff. Sie denkt, sie zeugt einen Halbgott, diese Bitch. Nur weil sie den Hermes Paketbutton fickt. Starke zweite Runde vom Türken! Und die geben sich Respekt, so wie es sein soll. Wenn ihr wollt, dass die beiden wieder battlen sollen, schreibt es in die Kommentare. Weiterleiten, kommentieren, liken, abonnieren. Und wir sind raus. Peace! Ich weiß nicht, was in mir mit dem Mikrofon ist, aber ich müsste, glaube ich, mal Aristoteles fragen, was hier los ist. Der weiß bestimmt, was hier los ist. Weiß ich jetzt gar nicht, Alter. Wenn ich das jetzt so sagen müsste, beide starke Rhymes, starke Flow, viele Punchlines auf beiden Seiten, beide mit viel Humor und viel Sympathie, haben mich beide zum Lachen gebracht. Ich bin jetzt aber auch keiner, der jetzt sagt, aufgrund der Sympathie zwischen mir und Jesus gebe ich jetzt Jesus den Punkt. Wir haben hier Archimildes und Aristoteles. Aristoteles ist krass. Ich würde einfach sagen, nein, wir machen hier keine Umfrage, Alter. Seit wann machen wir denn die Umfragen? Nein, für mich hat der Türke nicht gewonnen. Ich würde sagen, unentschieden. Hey, an die Mods, macht hier keine eigenen Moves, Alter. Macht das nicht, sonst mache ich auch eigene Moves, wallah. Ich würde sagen, unentschieden. Ich würde sagen, unentschieden und ich würde die beiden nochmal auf einem Battle sehen wollen. Aber so richtig ekelhaft. Ja, ist Gleichstand. Also in meinen Augen ist es Gleichstand hier und ich würde die gegeneinander antreten sehen. Ja, okay, Mann, Alter, ich brauche meinen Hänger, Alter. Kann doch mal passieren hier. Salame, ja, was ist los hier? Cousin, Alter. Bisher ist die Nacht glücklicherweise relativ ruhig, aber das kann sich schlagartig ändern, wie wir in den letzten Tagen erfahren haben. Und am Himmel sind auch schon die ersten Blitze zu sehen. So, wir haben es 1:07 Uhr. Es schüttet gerade richtig und donnert über uns. Ich habe eigentlich gerade schon geschlafen, aber es ist so laut. Und ja, bisher ist alles trocken. Mal kurz ein kleiner Check. Das ist meine Hose. Hier ist noch mein Schlafsack, Socken, Schuhe, alles auf so Spießen aufgebaut, damit nichts auf dem Boden drauf liegt. Außer die Machete und die Wasserflasche. Hier, es drückt durch die Nähte durch. Ich habe jetzt hier oben drauf, zwischen Tarp und Hängematte, oben auf die Hängematte, mein Poncho draufgepackt. Dass wenn ein bisschen was durchtropft durch die Naht vom Tarp, das auf den Poncho drauf kommt und die irgendwie an der Seite runterfließt und mir nicht ins Gesicht tropft. Aber ich kann nicht pennen, weil es so unfassbar laut ist. Boah, ich könnte auch nicht schlafen, ne? Also bei so einem ich weiß es nicht, Alter. Also bei so einem Regelprassel schlafen zu können, dann müsste ich schon extrem müde sein. Ich müsste schon extrem müde sein, um bei so einem Lärm zu schlafen. Aber boah, ich glaube, das Große und Ganze drumherum wird mich gar nicht schlafen lassen. Aber ich weiß nicht, wieso. Und das meine ich ernst, Chat. Ich weiß nicht, wieso, aber ich habe seit Jahren darauf Bock, irgendwo für ein paar Tage in der Wildnis zu pennen. Oder ein paar Tage in der Wildnis zu verbringen. Ich schwöre euch. Ich weiß nicht, wieso, aber ich habe da Bock drauf. Good morning. Es ist alles... Ach, diese Feuchtigkeit, Alter, und die ganzen Moskitos und die, guck mal, das Netz, was er tragen muss, ja? Boah, das wird schon echt mein Kopf bumsen, Alter. Ich sag euch, wie es ist. Mit Moskitos.
Es ist alles klitschnass durch den Regen, der übrigens gestern Abend angefangen hat und immer noch. Okay, aber gibt's keine wasserdichte Zelte? Sowas muss es doch geben, Alter. Ich meine, excuse me, hallo? 2024, hallo? Ich habe keinen Migrationshintergrund, hallo? Die Wand ist beige. Hallo? Am Start ist, haben wir 100% Luftfeuchtigkeit und alles, wirklich alles ist einfach nass. Die Hose, Schuhe, Socken, es ist nass, nässer, am nässesten. Mittlerweile ist hier 100% Luftfeuchtigkeit. Ringsrum irgendwie überall ein kleiner Sumpftümpel entstanden durch den Regen. Guck dir mal bei mir an, Alter. Ah ja, guck mal, hier ist auch alles nass. Hier ist einfach... Ich würde das ja anders machen, ne? Also, ihr wisst, ich bin ja auch Fremdenlegionär, Bundeswehr, Offizier gewesen, Fallschirmspringer, Herzchirurg, ich bin ja, ne? Ich würde das hier anders machen. Ich schwör. Ich würde mir so einen Haufen bauen, ne? So einen kleinen Berghaufen, und dann würde ich auf der Spitze von diesem Haufen würde ich mein Zelt aufschlagen. Das heißt, wenn es regnet, lande ich nicht in so einer Pfütze oder es bildet sich um mich herum keine Pfütze, sondern das Wasser kann abfließen, runter. Da haben die ganzen Dokus, die ich als Kind geschaut habe, auf jeden Fall, machen sich da bemerkbar. Ich sitze einfach in der Pisse hier. Ja. Oh, oh. Sowas würde mir niemals passieren. Hier ist auch alles komplett. Jetzt lässt du den Schuh rein. Sowas würde mir niemals passieren, im Leben nicht. Super. So, ich habe gerade Wasser gefiltert und plötzlich, 2 Sekunden später ziehen wir los und gehen anscheinend auf die Jagd, so wie ich das verstanden habe. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das funktioniert, weil wir sind doch recht viele. Eine Dreiviertelstunde führt der Trampelpfad durchs Dickicht. Das ist wie so ein Riesenkäfig. Und eine Fallgrube. Krass, wie ist das denn? Bruder, ey, warte mal ganz kurz. Der kann doch nicht einfach so einen nackten Arsch ins Bild halten, Bruder. Wir sind doch auf Twitch hier, Alter. Am Ende werde ich hier gesperrt. Fallgrube. Da ist jetzt ein Schwein drin. Jetzt schießen die alle von oben rein. Wie, da ist ein Schwein drin gewesen? Ah, okay, das ist wohl eine Falle. Und das Schwein ist wohl in die Falle getappt. Das deutet für mich hier, dass die Cousins nicht auf Halal unterwegs sind. Aber ist okay, ne? Muss ja jeder für sich selbst wissen. Krass, wie ist das denn, eine Fallgrube? Da ist jetzt ein Schwein drin, jetzt schießen die alle von oben rein. Der belegt das Schwein richtig. Krass, wie ist das denn, eine Fallgrube? Da ist jetzt ein Schwein drin, jetzt schießen die alle von oben rein. Guck mal jetzt. Hier, du kleiner Hund, boah, ritter direkt auf deinen Kopf, ja Mann, ja. Keine Bewegung, du Hund. Es wurde ein tiefes Loch gegraben, das wurde dann ab... Kann aber auch sein, dass er Monatsrate meint. Lieber das Schwein, als eine Monatsrate abzubezahlen. Das kann natürlich auch sein, aber auch da ist man sich nicht einig. Finanzierungsrate. Gedeckt mit Bambusstäben, dann kam ein bisschen Laubblätter drüber. Und dann wurde links und rechts ein Zaun gebaut, damit es quasi nur hier lang kann. Krass, ja, ist Kobai-Tradition und so ernähren die sich hier. Natürlich das, was der Dschungel zu bieten hat. Neben Wildschweinen, sag dein, ja Maniak, stehen bei den Kobai auch Vögel, Spinnen, Schlangen oder sogar Krokodile auf dem Speiseplan. Ja, die Einheimischen haben dann das Schwein noch zerlegt und wahrscheinlich später zubereitet. Wir hatten natürlich eine ganz andere Mission. Alter, der macht mit diesem Schwein einfach Schoscho. Der nimmt dieses Schwein einfach auf die Schulter und sagt, ja, du Hund, wir gehen spazieren, komm. Geil. Wir wollten... Der hat einfach Schwein auf Rücken, der Typ. ...weiter in den Dschungel vordringen, Richtung Gebirge. Von daher, ja, haben wir auf das Mahl verzichtet und haben Kilometer gemacht.
Zwischen den meisten Siedlungen gibt es Trampelpfade, weil die Clans untereinander Handel betreiben. Aber um... Ah, hier sind auch Clans unterwegs. Jetzt in dem Fall nicht die 47er. Andere Clans, aber Clans. Warum ist Herbert Reul nicht da unterwegs und sagt, du? Um die Stone Kurowai zu finden, müssen wir alle bekannten Wege verlassen. Also, nichts ist so beständig wie die Lageänderung. Wir haben uns jetzt zum zweiten Mal verlaufen. Wir laufen zurück gerade, ja stimmt. Doch, wir laufen zurück. Das Ding ist, ich habe natürlich ein GPS-Gerät, aber ich habe ja keine Koordinaten von der Zielsiedlung. Weiß ich ja gar nicht. Das scheint hier keine normale Route zu sein, die irgendwie ständig begangen wird. Was natürlich wieder heißt, dass eventuell die Leute, die wir jetzt treffen werden, doch schon noch deutlich abgeschiedener leben, als die wir bisher gesehen haben. Ich gucke gerade, ob wir hier irgendwie Satellitentelefonempfang haben, um mal die anderen zu kontaktieren, weil, wie gesagt, wir laufen immer weiter tiefer rein, absolut weit weg von der Stelle, wo wir irgendwie rausgeholt werden sollen. Das passt alles hin und vorne nicht. Aber kannst du vergessen. Ich krieg keinen Satellitenempfang. Was denn bei dem ganzen Projekt? Aber das ist schon komisch, ne? Also der ist so im Regenwald, ganz, ganz tief im Dschungel, hat kein Netz. Ich bin in der Innenstadt und O2 baut seit 2 Wochen maximal Scheiße, Alter. Voilà. Das ist schon krass, oder? Bedenken muss, wir hocken da wirklich mitten im Dschungel in Papua. Wir sind dort hingekommen über eine Schotterpiste, über Dschungelmärsche übers Boot. Wenn da jetzt wirklich was passiert und wir brauchen dringend Hilfe, schnelle Hilfe, wenn wir ehrlich sind, keine Chance. Ich sehe, wo wir sind. Und wir sind am Arsch der Welt. Wir sind von dem Fluss, wo wir eigentlich morgen oder übermorgen irgendwie wieder hin sollen. Da müssten wir von hier eins. Wir sind gefühlt gerade 3 Tagesmärsche entfernt von unserer Abholstation. Aber irgendwie müssen wir das mit Händen und Füßen noch kommunizieren, weil die haben doch gar keine Ahnung, wie sollen die sich denn orientieren? So, einfach so orientierungslos im Dschungel, Alter. Falla Pila, ich hab sogar gar keinen Bock drauf. This? Yeah. We slept. Yeah. Now we are. This? This. Yeah. And this? Yeah, no more. So. Okay. Ja. Ja, vielleicht auch nicht. Das ist so eine geile Antwort, ne? Ja. Wer weiß? Man weiß ja nicht, ne? Vielleicht, wir kommen nicht an. Weiß man ja nicht, ne? Kann ja passieren. Wir können nicht mit denen reden. Ja, wir können. Das heißt Lobopass. Eigentlich müssten wir jetzt nur straks zum Fluss zurück, um irgendwie noch dort rauszukommen. Ja. Weil sonst schaffen wir es auch im Zeitplan nicht mehr, die Flüge zu kriegen und. Mal abgesehen vom Essen. Wenn es nach mir ginge, würde ich sagen, wir gehen zurück zum letzten Dorf. Scheiß drauf. Wir navigieren einfach selber. Weil wir können jetzt nicht einfach hier. Das wird ja zu Spannung, weißt du, Ken? Ja, wir versuchen mit Händen und Füßen das zu kommunizieren. Wir zeigen auf die Karte und sagen, irgendwas mit Schlafplatz da lang. Ja, das ist natürlich der Cousin, der alles versucht zu beruhigen auf Englisch. Das ist der Cousin. Aber auch wenn die Situation gerade ein bisschen angespannt ist, sind die trotzdem cool geblieben. Ne? Bei so einer Situation trotzdem durchgeatmet, cool geblieben. Ist schon krass. So langsam kriege ich Schiss, aber nicht vor den, was hier drin ist, sondern ob wir wieder rauskommen. Wir haben auf jeden Fall keinen Satellitenempfang. Ich mach's Ding wieder aus, weil es bringt nichts. Gut. Ja, aber wir hoffen jetzt auf der richtigen. Aber ist auch schon cool, ne? Ich meine, da hast du schon ein Satellitentelefon und dann hast du keinen Empfang. Hättest du auch in Pfützenwasser investieren können. Kommt das Gleiche bei raus. Gute zu sein. Sieht danach aus, als hätten alle drei die gleiche Himmelsrichtung im Kopf, was mich
ein bisschen positiv stimmt, denn nee, schlussendlich hatten sie nicht. Die anderen beiden wollten komplett in die andere Richtung. Echt? Ja. Die haben doch alle gesagt. Hier. Nee. Also ich hab so verstanden, dass alle da die einzige Richtung angezeigt. Ja, okay. Das wollte komplett in die Richtung, wo gar nichts mehr ist. Okay. Ja, ja, halt schauen, was passiert. Also das ganze Ding entwickelt sich gerade zu einer Blackhead, ich weiß, dass das die letzte Folge ist, mein Bruder. Du warst bei den ersten beiden Folgen nicht da. Deshalb stellst du das gerade in Frage, was wir hier tun. Wir sind schon viel weiter als du, mein Bruder. Ne? Und gerade, weil du die letzten beiden Male nicht dabei gewesen bist, Bruder, würde ich einfach sagen, dass Blackhead zur Strafe einfach mal ein Timeout bekommt. Kompletten Katastrophe. Ich weiß nicht, wie er sich hier orientieren soll und weiß, wo überhaupt lang geht. Aber hier ist wenigstens Sago. Sago ist theoretisch ein Indiz für Zivilisation, aber die sieht auch eher wild aus. Guck mal, hier sind zwei Bäume. Wenn es hier 50 wären, könnte man sagen, okay, ein Garten von denen. Aber no fucking way. Schönen guten Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Zuschauer. Hallo, wie geht's? Alles gut? Habibi, wallah, wallah, ich hab gehört, du bist im Wald, ja, Salami. Was hat du denn vertrieben, ja, Salami? Wallah, ja, Salami. Gehst du bis nach Papua-Neuguinea, damit du ein paar Kannibalen triffst. Du geh nicht weit, Cousin, hier, wallah, Essen, Hauptbahnhof. Nachts um 3 Uhr hast du auch Kannibalen. Oder am Porsche-Platz, Cousin. Und vielleicht sogar am Rheinischer Platz, wenn du ordentlich suchst, wirst du da auch fündig. Aber lass mal hören, was du zu sagen hast, mein verehrter Freund. Ich heiße Sie herzlich willkommen auf einer kleinen Dschungelexpedition. Mir geht's gut und ich bin neben mir. Der ist voll benebelt, Cousin. Ich glaube, der ist auf irgendeinen Pilz getreten. Aber gleichzeitig auch hinter mir, über mir. Ja, der ist definitiv auf einen Pilz getreten. Und wir gehen über den Fluss. Naja, die bauen keine Brücke, die legen einfach ein paar Stämme rüber. Ja. La ya man ya gwalla. Der macht den Zungenkranich. La ya man ya gwalla, walla. Der ist seit 2 Wochen mit Männern unterwegs. Seine Gedanken sind woanders. Guck mal, seht ihr das? Oh ja. Ein Nackenstachler. Mach doch ruhig, mach ein was? Ruhig. Was für Nacken? Da, hier. Ruhig. Du musst ein Nackenstachler sein. Ey, wallah, ein Nackenstachler, wallah. Kennt ihr das, wenn jemand sagt, heute auf deinen Nacken, dann sagst du einfach, nein, Habibi, ich bin der Nackenstachler. Hier. Bringt nichts, Cousin. Auf Nacken bringt er nichts. Der versteckt sich immer hinterm Ast. Das heißt, wenn ich jetzt so rumkomme, dann ist er weg. Ach, krass. Jakob hat ihn. Ganz entspannt. Ja, man sieht es perfekt. Erstmal mit dem Schwanz hier können sie richtig fies peitschen. Man sieht aber... Aber hier ganz klar, warum er Nackenstachler heißt. Die Stachel. Das ist schon krass, ne? Das sieht aus wie so Zähne von einem Krokodil. Stacheln sind wirklich, wirklich beeindruckend, wie die da so rausstehen. Und es ist je nach Art unterschiedlich. Ist echt selten, sowas mal live zu sehen. Ah ja, man sieht eindeutig, es ist ein wunderschönes Männchen hier. Und aber der hält, der nimmt den einfach so, oh Habibi, komm mal zu mir. Und dann der streichelt den, der berührt den so, als wäre das was ganz Normales, Bruder. Als würde er so. Nein, die Kraft, die das hier in den Unterläufen. Aber muss sagen, es ist ein echt sehr schönes Tier, ne? Ist perfekt. Ja, guck mal. Ja. Schon okay, tut mir leid. Aber ich will nichts sagen, ne? Aber mit diesem Blick schaut mich der Postbote morgens an, wenn er denkt, dass er Trinkgeld kriegt von mir, wenn er mir um 9 Uhr morgens mein Paket gebracht hat. Gib mal was hier mit Jack. Perfekt dafür, Bäume schnell hoch und runter zu klettern. Das Tier ist wunderschön. Heute ist strahlenblauer Himmel. Die Sonne. Der Cousin hat die gleiche Bartfarbe wie ich. Kastanienbraun. Knallt brutal. Ich kann gar nicht so viel Filter, wie ich trinken könnte. Ich habe euch lieb. Na, danke schön. Schon wieder so eine drecksbeschissene Stelle. Wir gucken gerade mal, wie tief das ist. Ah, oh, es geht sogar. Ist okay. Ja. Habibi, du musst auf. Verstehst du den nicht? Du musst auf den Stock balancieren. Habibi, es ist zu tief. Okay, also stell den Ast hier ab. Ich bete, dass. Ah, der Ast hält mich. Ja. Oh. Ja, alles easy, Bruder. Ich bin doch. Nee, Gwalla, guck mal. Ja. Der hat einfach einen Schnabel an. Der Cousin ist auf Schnabelbecher unterwegs.
Ah, alles easy, Bruder. Ich bin doch hier, Balanceur bin ich. Er muss aufpassen, der macht seinen Schnapp. Ey, Entschuldigung, ich vergesse manchmal, hier sind auch Cousinen bei. Tut mir leid. So, wir machen gerade mal ein ganz kleines Mini-Pol. Halt die fest, die Schnabel. Halt die Schnabel fest, die Abanier. Päuschen, um wieder zu Kräften zu kommen. Und Joris meinte, mein Rücken sieht von hinten sehr spannend aus. Wir können es ja mal mit der Kamera einmal kurz nochmal festhalten. Ja, also der ist nur ein bisschen nass, so insgesamt. Der ist komplett durchgenässt. Es ist so widerlich. Wirklich. Und es ist alles Schweiß. Mit Dreck. Mock und Schweiß. Mock und Schweiß. Jakob hat gerade schon irgendwelche Schreie rausgelassen. Bisher antwortet keiner. Jetzt sind wir halt richtig, richtig tief drin. Ah, die kommunizieren laut. Die kommunizieren laut im Regenwald, auf Hoffnung, dass jemand das erwidert. Oder einfach nur Bescheid zu geben, ey, wir sind hier. Macht keinen Scheiße, weil wir haben auf jeden Fall Schnabel an. Das heißt, die Siedlung, die wir jetzt erreichen, ist auf jeden Fall richtig weit ab vom Schuss. Alter, what? Ey, sag mir jetzt nicht, ich reacte auf den gleichen Teil. Wir haben das Häuschen doch schon gesehen. Das ist doch der Teil, wo die auf das Häuschen klettern und dem Häuschen ist einfach nix. Scheint ein großes Dorf zu sein, ne? Ja. Jetzt hoffen wir, dass sie uns wohlgesonnen sind. Anscheinend sind wir jetzt endlich bei den Steinkorowai. Okay, die wirken freundlich, das ist gut. GoPro ist schon wieder alles beschlagen hier, scheiß drauf. Und auch, guck mal. Keiner hat jetzt irgendwie industrielle Kleidung an. Niemand. Stimmt. Wir haben alle nur selbstgemachte Sachen. Oh. 112 Volt. Ich hatte vorhin die ganze Zeit 120er. Ja, die gucken alle. Ah, das ist ein anderes Anwesen, ja? Relativ nett, ne? Ja. Auch er hat mir gerade einen Daumen hoch gegeben. Wir werden heute nicht gegessen. 50-50 Chance. Hat geklappt. Mal gucken. Bis jetzt. Ich traue dem Ganzen erst, wenn ich wieder im Flieger sitze. Dieser Clan könnte kaum abgelegener leben. Wir haben endlich die Stone Kurowai gefunden. Okay, die wirken freundlich. Das ist ja gut. Extrem. Ich glaube, gerade bei den Leuten, die sehr verhalten waren und. Also, mich interessiert echt gerade, von welchen Tier diese Zähne sind. Von einer Schlange? Kann sein. Nein, für eine Schlange sind die zu kurz. Teilweise auch so versteckt haben hinter anderen Leuten. Ich schwöre bei Gott, Bruder. Wallah, der guck mal dieser Blick. Guckt euch diesen Blick an, Bruder. Das ist der Blick. Das ist der Blick, der sagt, ich würde einen Menschen töten, ohne mit der Wimpern zu zucken. Das ist so ein Blick. Anderen Leuten, ja, die haben wahrscheinlich vielleicht sogar noch nie Kontakt zu sowas gehabt. Was einem aufgefallen ist, dass dort auch wieder vermehrt diese Äxte waren mit diesem Steinkopf. Und das ist natürlich kein Stein, der jetzt einfach irgendwie vom Boden genommen worden ist und dann da irgendwie festgebunden wurde an einem Stock, sondern der wurde halt wirklich wahrscheinlich über Tage, wenn nicht sogar Wochen geschliffen. Also man hat wirklich gesehen, dass die alle die gleiche Form haben. Das war schon krass zu sehen. Nachdem wir dem Rest des Teams die Koordinaten übermittelt haben, sind sie einige Tage später samt Übersetzer eingetroffen. Norden. Wir sind jetzt wirklich. Wie verhält es sich denn nun mit den Stone Kurowai? Ja, kalau dari sini lebih kurwai itu dari jauh. Dari sini ke Polokali Indara itu dari Gunung Wamena, dekat Wamena. Dari situ itu ada gunung. Dari sini bahasa itu langsung sampai ke Polokali ke lewat. Ich frage mich jetzt, wenn jetzt ein Tier von der Einsiedlung, was gejagt wird, ja? Also es gibt ein Tier, es wird gerade gejagt und das Tier läuft dann in Richtung anderer Siedlung, was ja besetzt ist von einem anderen Clan.
Und die laufen jetzt einfach, die marschieren jetzt einfach in die Siedlung ein, die nicht denen gehört. Was mich interessiert, gibt es da jetzt ein, also gibt's da klare Regelung für oder bricht da ein Clankrieg aus? Das würde mich interessieren. Okay. Cabio, die Sito, Eto, die Amboran, den Ganito. Ah, okay. Uruguay, die Sakarana, Uruguamena, die Lokasi, die Atadiaria, Mas. Baba, begini. Dari kami pun orang tua itu sudah pakai busur untuk jadi biasa. Sampai kami punya orang tua pun ada itu tidak bisa lepas untuk ini. Er ist ein netter Mann, aber pass auf, dass du nicht in seine Siedlung irgendwie reinkommst, Cousin. Weil er kann auch anders machen.